Haus sofort. Soll ich weg, komm hin? Auf, raus da! Ja, ja, gut, weg. Drecki, komm mit, Ifrit kommt. Fertig, Herren, wir geben Ihnen eine Möglichkeit. Sie ziehen jetzt ab mit dem Ifrit und wir fahren auch friedlich hiervon. Ansonsten nehmen wir Sie mit, rauben Sie noch aus, etc. Ja, wie Sie das möchten. Ich werde. Ihr könnt, Kollegen, ich würde sagen, ich werde auch in Ruhe so ein Jan anders. Komm, wir schießen ihn den Reifen kaputt. Ist er ausgestiegen? Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt natürlich grandios, ne? Na, sitzt drin, ne? Komm mit, Luke, der jetzt? Ja. Was geht denn? Dem Herrn das Geld. Er sieht viel lieber ansonsten. Das ist ja anders enden. Ja, was ist das? Verspreche ich Ihnen. Er ist ausgestiegen. Ruhig, Kelly! Hab ich ihn? Bleiben Sie mal ruhig! Erst die Commit. Jetzt darf der Herr noch nicht mal mehr reden, oder was? Ich schwör's, wenn ich sie sehe, dann sind sie tot. Raupen aus und lass weg. Ah, sie geht. Ich glaube, der Ifrit erreicht mit der gesamten PSW. Ja, fahr weg, ich fahr mit dem Ifrit. Ja, ich fahr mit Pickup. Ja, ich würde mal sagen, das war doch wohl mal erfolgreich, ne? Hat er uns jetzt mit allen Rebellengruppen bedroht, die so unterwegs sind? TSD hat er uns nur bedroht, glaube ich. Ja, er hat den Typen eine SMS geschrieben, dass er kommen soll, dass er ausgerobt wird. Ja. Sagen, da haben die jetzt ja richtig Gewinn mitgemacht. Nur du hast Gewinn gemacht, eine halbe Mille, ne? Ja, den verkaufen wir jetzt und das Geld teilen wir uns aber. Ach, brauchst mir nichts geben, ich habe eben jetzt genug. Naja, er steigt aus, dann soll er sich, er zieht auch mit der Waffe auf uns, wir reden, ist klar. Mhm. Der hat auch geschossen. Der hat auch zuerst geschossen. Ich dachte schon, er hat einmal kommt mit Luke, der war bei mir auf einmal weg. Er war aber bei mir auch. Ich dachte schon, er hat sich einfach ausgelockt, weil er keinen Bock drauf hat. Erfolgreicher Raubzug, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Copper, geiles RP. Ja. Ja, wir haben sie vorgeworfen. Das Event war eröffnet, das war vollkommen legitim. Wenn sie nicht hören, ist das ihr Problem. Und ich glaube, ich habe so den ausgeraubt, der sogar die ganzen Steuern eingetrieben hatte. Total geil. Was wär's jetzt, wenn GST jetzt noch an der Grenze hockt? Ne, TSW, nicht GST, Mensch. Das glaub ich nicht. Bist du da hinter mir? Ja, das bin ich. Das ist wirklich einer, da landet gerade an der Grenze einer.
komplett offen, hier eine Schranke ist zu, wir müssen außen rumfahren. Wir wollen hier Geld haben, davon zu Bellen, die kommen. Ander Pickup, andere Bellen auf Ort stand da. Das ist extrem schlimm. Aber ich glaube, er hat sich darüber gedissen. Der ist darüber gedissen, weil er lag ja hier. Komm mit denen hinterm Ifrit. Ja. Na gut, shit happens, ne? Ja. Und bei mir sah halt aus, ob er da rumgeht und uns zielt. So sah, das bei mir nämlich aus. Genau. Und bevor ich mich gummin lasse, schieße ich lieber zuerst. Ja. Der Fahrrad, glaube ich, so einen Rahim, ja. Der hätte uns nicht gegummit, der hätte uns abgeknallt. Der hat uns direkt wie umgeschossen. Der andere hat ja eine Katiba gehabt, da ist ja auch keine Gummi. Da wären wir auch tot gewesen. Ja, der mit dem Mehmet, der kann sie mal mitnehmen. Oh, war ja die ganze Zeit total verkehrt. Ich hatte da nur keine Lust, jetzt noch länger rumzustehen, weil der, mit dem wir zuerst ausgeraubt haben, der mit dem Mehmet, der wäre in kurzer Zeit wieder frei gewesen. Ja, der hätte auch sofort geschossen. Denke ich mir nämlich auch. Wobei ich ihm, ich habe dem irgendwie 250.000 oder 260.000 abgenommen, habe ihm dann aber noch wieder ein bisschen was zugesteckt. Ich wollte ihm da jetzt nicht alles nehmen. Naja, 900, knapp 900 für Schnaps, den abgedeckt, und dann hast du, glaube ich, wenn du den Rucksack halb voll hast, irgendwie an die 500.000. Ein bisschen weiter durch, die Halle hier hinten. Pass auf, hier steht ein Zamak. War noch nicht, ja, hier steht nur ein Zamak, keine Ahnung. Da steht ja ein Zamak am Gebrauchwagenhändler und die gucken sich die Aussicht an. Komm mal angefahren, vielleicht hauen die dann ab. Ja, ich hab denen ja gesagt, dass er wegfahren sollen. Wäre ich eiskalt gewesen, wäre ich reingelaufen, hätte ich einen Zamak verkauft.
Westbus-Grenzstelle, kannst direkt reinlaufen in die Tür. Einfach bloß ein bisschen da rumlauern, ein bisschen weggummeln und ausrauben, ist das schon relativ viel. Das ist